Guten Abend und herzlich willkommen im Namen des Bündnis Aufklärung statt Verschwörungsideologien. Das ist die erste Veranstaltung in einer kleinen Veranstaltungsreihe rund um das Thema Corona im weitesten Sinne. In zwei Wochen am 13.04. um 19 Uhr haben wir hier noch Matthias Martin Becker. Er wird zu Ökologie und Kapitalismus sprechen. Mit dem möchten wir an dem Abend eben auf die Zusammenhänge zwischen Ökologie, Kapitalismus und Pandemie eingehen und uns der Frage nähern, warum solche Pandemien eben im Kapitalismus nicht einfach so vom Himmel fallen. Am 20.04. um 19 Uhr wird es dann einen Vortrag vom Bündnis selber geben zur sich wiederholenden Erklärungsmuster der Corona-Rechten und deren ideologischen Background. Die heutige Veranstaltungsreihe haben wir geplant, als der Krieg in der Ukraine noch nicht begonnen hat. Deswegen wird sie sich auch thematisch damit nicht auseinandersetzen. Aber ich denke mal, Nadja wird auch noch etwas dazu sagen, wie sich die Veränderung, die geplante Aufrüstung auch auf sozusagen die Verteilungskämpfe in der Sozialpolitik befeuern werden. Genau. Seit dem Beginn der Pandemie wurde immer wieder von der Überlastung der Krankenhäuser gewarnt. Schnell wurde deutlich, dass der Personalschlüssel in den Krankenhäusern nicht im Ansatz dazu geeignet war, auch nur den Normalbetrieb der Krankenhäuser zu bewältigen, geschweige denn auf eine Pandemie reagieren zu können. Ausgeglichen wurden diese, da kommen noch mehr Stühle, falls noch da hinten noch Leute sich setzen möchten. Genau, ausgeglichen wurden diese nicht vorhandenen, also die nicht ausreichenden Strukturen eben durch die Überlastung der Care- und Health-Workerinnen und eben den Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Viel wurde damals diskutiert und viel wurde auch geklatscht. Die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern haben sich trotzdem seitdem nicht geändert. Es gab jetzt in letzter Zeit in der Charité oder auch in Nordrhein-Westfalen diverse Arbeitskämpfe. Genau. Und wie es zu diesen Entwicklungen kam, zu den Entwicklungen in den Krankenhäusern und im Health- und Care-Bereich und was linke Politik dagegen ausrichten kann, erfahren wir eben heute von Nadja Rakowitz. Sie ist Mitarbeiterin des Demokratischen Ärztinnen- und Ärzteverbandes. Dieser strebt eine interprofessionelle Zusammenarbeit aller Berufsgruppen in Krankenhäusern an. Und eins der wichtigsten Ziele ist eben die Forderung nach einer patientenorientierten Gesundheitspolitik und guten Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Außerdem ist die VDRN Mitglied im Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Hier vorne haben wir noch allerlei Infomaterial, eben wie zum Beispiel die Broschüre Krankenhaus statt Fabrik, aber auch Informationen zur medizinischen Versorgung von Menschen in Haft und zu anderen Themen. Wenn ihr wollt, könnt ihr danach einfach hier vorkommen und euch eine Broschüre nehmen. Könnt ihr euch einfach so nehmen. Wenn ihr nach dem Vortrag Lust habt, irgendwie die PowerPoint-Präsentation zu haben für irgendeinen Kontext, könnt ihr Nadja auch darauf ansprechen und die gibt sie euch gerne. Mhm. Dann vielen Dank und ich übergebe das Wort an dich. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann und endlich mal wieder in lebendige Gesichter gucken kann und nicht auf Kacheln in Zoom. Das ist sehr angenehm. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich die Maske jetzt ablasse. Das mache ich nicht, weil ich Corona-Leugner oder irgendwas wäre, aber ich glaube, es ist einfacher, mich zu verstehen, wenn ich sie ablasse. Okay, ich mache jetzt ein bisschen ein paar Fortschritte durchs Gesundheitswesen und würde gerne in der Dreiviertelstunde durch sein damit wir dann noch Zeit haben zum Diskutieren. Wenn ich merke, ich langweile euch, dann überspringe ich einfach die eine oder andere Folie. Es sollte also hier gehen um die Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Es gibt da immer ein bisschen einen Streit über diesen Begriff Ökonomisierung, weil dann irgendwelche BWLer und VWLer kommen und sagen, ja, aber ökonomisch muss man doch immer sein und wir müssen doch immer darauf achten, dass die Ressourcen gut verteilt werden und nicht verschwendet werden. Wenn wir von Ökonomisierung reden, reden wir von einer kapitalistischen Gesellschaft und dann heißt Ökonomisierung natürlich Unterwerfung unter kapitalistische Mechanismen. Ja? Und darum geht es. Das deutsche Gesundheitswesen war lange Zeit
nach 45, ich rede jetzt mal nicht von über vor 45, in großen Teilen nicht durchökonomisiert. Natürlich gab es da überall Lohnarbeit und natürlich war die Pharmaindustrie immer eine kapitalistische Industrie, deren Waren man kaufen musste, aber die Krankenhäuser waren größtenteils öffentlich oder frei gemeinnützig, das heißt, sie waren non-profit-orientiert. Ich sage auch gleich, warum sie das gar nicht anders sein konnte. Und sie haben mit dem Selbstkostendeckungsprinzip gearbeitet. Das heißt, die Kosten, die ein Krankenhaus hatte, sind einfach bezahlt worden am Ende des Jahres. Sage ich gleich noch mal was dazu. Wir hatten natürlich in der DDR, lange ist es her, ein staatlich organisiertes Gesundheitswesen, das explizit gebrochen hat mit den ganzen schon vor 45 ökonomisierten Strukturen. Und wir hatten eine gesetzliche Krankenversicherung, die funktioniert hat ohne Konkurrenz, ohne Insolvenz, ohne privatwirtschaftliche Momente. Das hat sich ja heute geändert, darüber würde ich auch gleich sprechen wollen. Was wir dann seit, ich würde diese Ökonomisierungsschub bis in die 70er Jahre zurückverlegen und sagen, mit der Krise der 70er Jahre, mit der Wirtschaftskrise und mit dem beginnenden Neoliberalismus, also denkt an Chile, ja, unter General Pinochet sind die Chicago Boys gekommen, ja, die Ökonomen, die dort vor allem den Sozialstaat kaputt gemacht haben und privatisiert haben. Und wenn ihr heute die Proteste in Chile anguckt, die letztes Jahr und vorletztes Jahr ja wirklich irgendwie beinhart geführt wurden auf der Straße und jetzt diese Verfassungsreform und sowas, hat das alles noch damit zu tun. Die Leute haben sich beschwert über das Bildungssystem, über das Rentensystem und über das Gesundheitssystem, das privatisiert ist und für die Leute eine Katastrophe ist. Wir hatten dann aber auch Reagan, wir hatten Thatcher, wir hatten Helmut Kohl, die sozusagen die Softfassung des Neoliberalismus und dann Schröder, wo das schon ein bisschen härter zur Sache ging und was es fürs Gesundheitswesen heißt, sage ich dann gleich. Wir hatten nicht im Bereich des Gesundheitswesens die Agenda 2010, also Hartz IV und all diese Geschichten, die ja bis heute gelten. Wir hatten langsam eine Verschiebung der Diskussion hin zu so einem Selbstverschuldungsprinzip. Das ist ja heute gang und gäbe, dass man ja, sie den Individuen die Schuld zuschiebt für ihre Krankheit und ja, sie sollen nicht so viel trinken, nicht so viel rauchen, mehr Sport machen und. Und am liebsten eigentlich eine Diskussion, die sagt, wer selbst schuld ist, soll auch selbst zahlen. Mit Corona und mit der Regelung, dass Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind, plötzlich kein Krankengeld mehr bekommen, wenn sie in die Quarantäne gehen, keine Lohnfortzahlung, haben wir dieses Prinzip auch praktisch umgesetzt. Und mir ist das nicht sympathisch, wenn Leute sich irgendwie nicht impfen lassen, aber ich bin ein strikter Gegner davon, dass man da plötzlich dieses Prinzip einführt. Ja. Bis dahin war es ja so, dass die Geldflüsse, die zwischen Krankenhäusern und solidarischen Krankenkassen flossen, dass die quasi gar kein Kapital waren. Da ist Geld eingesammelt worden und es ist was bezahlt worden im Krankenhaus. Das Geld ist nicht am Kapitalmarkt gelandet, damit sind nicht groß irgendwie Profite gemacht worden am Finanzmarkt, war das gar nicht irgendwie verortet, sondern das ist einfach eingesammelt und wieder ausgegeben worden. Es hat quasi nur marxistisch gesprochen Geldfunktionen gehabt, ja. Das hat aber Begehrlichkeiten geweckt, weil das war schon damals in den 70er, 80er Jahren, waren das ja Hunderte von Milliarden, also heute sind es ungefähr 300, 400 Milliarden, aber damals waren es D-Mark, also es war schon eine Masse Geld, das waren damals schon fast 10% des Bruttoinlandsprodukts. Es ging da also um viel und das weckte Begehrlichkeiten. Eben nach dieser Wirtschaftskrise, ja, Geld sucht Anlagemöglichkeiten, so ist das ja dann gesagt worden. Und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt sind die Bereiche Gesundheit und Bildung Ziel gewesen von solchen neoliberalen Angriffen, von Angriffen von Seiten des Kapitals, weil man dort noch mal was durchkapitalisieren konnte, was im Rest der Gesellschaft ja schon passiert war.
Es gab eine Umverteilung seitdem von unten nach oben und, das hat fürs Gesundheitswesen auch eine Rolle gespielt, ein Ausbluten, nenne ich das mal, der öffentlichen Kassen. Ja, man hat absichtlich die Steuerpolitik so gemacht, dass die öffentlichen Kassen klamm wurden und dass dann der Zwang auch zur Privatisierung dadurch nochmal gewachsen ist. Das ist für Schulen, für Kindergärten, für Schwimmbäder, Bibliotheken, aber eben auch für Krankenhäuser spielt das eine Rolle. So. Jetzt kurz vielleicht zu den Krankenkassen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben mit ihrem Solidarprinzip im eigentlichen genuinen antikapitalistisches Prinzip, würde ich mal sagen. Das Prinzip ist ja nämlich, jeder zahlt nach seiner Leistungsfähigkeit, also einen Prozentsatz von dem, was er an Einkommen hat, und jeder bekommt nach seinem Bedarf oder nach ihrem Bedarf. Das heißt, unabhängig von dem, was ich individuell einzahle. Ja, wenn ich Hartz-IV-Empfängerin bin, ist mein Beitrag in absolute Größen relativ gering. Wenn ich Gewerkschaftssekretärin, Professorin oder sowas bin, ist die absolute Summe relativ hoch. Und dennoch bekommt jeder das Gleiche. Also nur das, was er braucht oder sie. Ja, wenn ich diese Karte habe, fragt niemand, sag mal, hat die überhaupt genug bezahlt, dass wir ihr jetzt eine Leber transplantieren. Ja, sondern die gesetzliche Krankenkassenkarte reicht aus, um das zu bekommen, was man braucht, nahezu alle medizinisch notwendigen Leistungen. Natürlich gibt es da inzwischen auch, wird da auch ausgehöhlt. Aber im Prinzip beneiden uns viele Menschen auf der Welt, glaube ich, immer noch um diese Form der gesetzlichen Krankenversicherung. Dieses Prinzip widerspricht aber eigentlich kapitalistischer Logik. Ja. Guckt auf den Wohnungsmarkt, guckt auf den Automarkt, auf den Arbeitsmarkt, egal auf welchen, da kriegt ihr das, was ihr bezahlen könnt. Ne? Ihr kriegt die kleine Wohnung, die feucht ist, wenn ihr wenig Geld habt, und ihr kriegt irgendwie ein super Apartment, wenn ihr eben entsprechend 10.000 Euro hinlegen könnt. Das ist hier nicht so und das ist ein Pfund, mit dem wir eigentlich, das wir eigentlich verteidigen müssten, wo wir sagen müssen, wenn das da funktioniert und zwar seit über 100 Jahren in der Praxis, ja, dann müsste das doch woanders vielleicht auch gehen. Ja, wir lassen uns es aber zunehmend aus der Hand nehmen. Zum einen gab es natürlich immer schon Einschränkungen der Solidarität, weil nur Löhne und Einkommen verbeitragt werden, aber keine Kapitaleinkünfte, Mieteinkünfte und sonst was. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, über die hinaus kein Beitrag bezahlt wird. Also das heißt, jemand verdient 10.000 Euro brutto im Monat. Da werden nicht die 10.000 Euro verbeitragt, sondern nur entsprechend irgendwie ungefähr 4.800 oder sowas. Ja? Also das begünstigt eindeutig die Besserverdiener. Das Argument ist das Äquivalenzprinzip. Man kann jetzt quasi nicht von jemandem verlangen, der 1 Million im Monat verdient, dass er dann von der Million 7,5% bezahlt. Warum eigentlich nicht, würde ich sagen. Aber da ist dann das Argument, dem kann ja gar keine Leistung gegenüberstehen. Das gilt aber leider nicht für die Arbeit, die dieser Mensch leistet, weil da könnten wir auch sagen, wer 1 Million verdient, da kann auch keine Leistung gegenüberstehen, ja, im Vergleich zur Busfahrerin oder zur Krankenschwester. Und es gibt die Versicherungspflichtgrenze. Das ist die Grenze, wo ein lohnabhängig Beschäftigter in die private Krankenversicherung wechseln darf. Das ist nämlich das nächste Problem, was wir haben. 10% der Bevölkerung sind privat versichert. Das sind entweder die Selbstständigen, die Beamtinnen oder die lohnabhängig Beschäftigten, die eben über dieser Grenze leben. Also quasi eindeutig eine Bevorteilung von Besserverdienern. Auch wenn unter diesen Selbstständigen nicht nur Besserverdiener sind, das sind manchmal arme Schlucker, die als erstes, wenn irgendeine Krise kommt, auch an ihrer Krankenversicherung sparen und dann bei sowas wie Medibüros oder so aufschlagen, weil sie nicht versichert sind. Zuzahlungen sind natürlich auch eine Aushöhlung dieses Solidarprinzips. Und ich habe jetzt hier mal eine Liste gemacht von verschiedenen Regierungen, die quasi immer weiter seit Mitte der 90er Jahre dieses Solidarprinzip ausgehöhlt haben. Es gibt inzwischen eine Konkurrenz der Krankenkassen, es gibt Wahltarife, es gibt die Möglichkeit der Insolvenz, es gab eine Zeit lang mal diese Kopfpauschale,
Der letzte FDP-Wirtschaftsminister hatte die Kassen unter Kartellrecht gestellt, also wie Unternehmen behandelt. Alles das sind Aushöhlungen dieses Solidarprinzips, die wir uns haben gefallen lassen und die man im Prinzip eigentlich alle wieder rückgängig machen müsste. Wie könnte man das machen? Wir könnten dafür kämpfen, für eine Ausweitung des Solidarprinzips, für eine solidarische Bürgerinnenversicherung. Die SPD, die Linken, auch die Grünen schreiben sich das immer mal wieder auf ihre Fahnen, aber machen tun sie es nicht. Ja, auch jetzt die Regierung tut einen Teufel, da irgendwas dran zu ändern. Was würde das bedeuten? Es würde bedeuten, alle Einkommen, nicht nur Löhne und Gehälter, sondern alle Einkommen und alle Einkommensarten würden in voller Höhe verbeitragt werden. Ja, der Fußballer, der 100.000, was weiß ich, was verdient ein Fußballer, 1 Million im Monat, ja, würde voll verbeitragt werden. Die paritätische Finanzierung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer würde beibehalten werden, die haben wir jetzt wieder. Die Zuzahlungen und Zusatzbeiträge würden abgeschafft, genauso wie die private Krankenversicherung. Ich denke, man müsste auch die Pflegeversicherung einbeziehen in die Krankenversicherung und dann aus diesem Teilkasko-Prinzip auch eine Vollversicherung machen. Und es müsste einen einheitlichen Leistungskatalog mit allen medizinisch notwendigen Leistungen geben. Das ist alles kein Zauberwerk, das wäre machbar und würde natürlich bedeuten, dass die Beitragssätze für die Arbeitnehmerinnen sinken würden, weil wir dann so viel Reichtum in diesen Beitragstopf mit einbeziehen, dass die Beitragssätze sinken könnten, ohne dass diese Menschen, die über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen, jetzt wirklich in großes Leid gestürzt würden. Man könnte sich aber auch noch mehr überlegen. Man könnte sich überlegen, diese Versicherung auszuweiten auf Europa. Oder Medico International macht das, könntet ihr euch mal einladen, vielleicht auch mal führen. Aha, okay. Der Thomas Gebauer macht da öfter Vorträge drüber, die sagen, man könnte das auch global einführen. Also zumindest für so eine Grundsicherung könnte man das global einführen. Wenn man nur die Hälfte des Geldes nehmen würde, was für Wellnessprodukte weltweit ausgegeben wird. Also Wellness heißt, was sind Wellnessprodukte? So. Genau. Wenn man die Hälfte von dem Geld nehmen würde, was für solche Sachen bezahlt wird weltweit, könnte man für die gesamte Erdbevölkerung eine globale Versicherung einrichten. Ja? Also würde eigentlich niemand was Substanzielles durch verlieren. Oder wäre meine Idee, das Solidarprinzip auf andere gesellschaftliche Bereiche auszuweiten. Im Wohnungsbereich zum Beispiel würde sich das anbieten und in vielen anderen. So, das ist der Kampf im Moment. Ich glaube, der wird jetzt in Zukunft umso wichtiger, wenn wir sehen, dass die Militarisierung dieser Gesellschaft jetzt voranschreitet und man plötzlich 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr ausgeben will, ohne dass man irgendwie die Reichen damit irgendwie weiter besteuert und so, dann wird das heißen, das wird woanders genommen, das Geld. Komme ich nachher nochmal drauf. So, jetzt würde ich kurz was zur ambulanten Medizin sagen. Das ist mir immer ein bisschen wichtig, weil diese Ärztinnen in diesem ambulanten Sektor, also in dem niedergelassenen Bereich, sich oft auch so aufspielen, als ob sie Gegner der Ökonomisierung wären. Dabei sind sie die Vorreiter von dem Ganzen. Sie haben von Anfang an sich diesen Bereich so organisiert, dass sie Kleinunternehmerinnen sind, die mehrheitlich in Einzelpraxen arbeiten. Am Anfang haben sie auch noch eine Vergütungsordnung geschaffen, die quasi jede einzelne Leistung bezahlt bekam. Also jeder Handschlag, den man da gemacht hat, jede Spritze ins Knie, die man dem Patienten empfohlen hat, hat sofort Einkommen bedeutet. Das heißt, die Kopplung von medizinischer Entscheidung und Einkommen, individuellem Einkommen, war unmittelbar gegeben mit den entsprechenden Verwerfungen, die unser Verein schon in den 70er Jahren kritisiert hat. Sie haben sich eine doppelte Facharztstruktur geschaffen, die man sonst nirgends auf der Welt hat. Was heißt,
alle Facharztbereiche, die es gibt, bis zur Neurochirurgie, gibt es auch im ambulanten Sektor. Fahrt mal in irgendein anderes Land in Europa und guckt, ob das so ist. Das gibt es so gut wie nirgends. Ja. Die Gynäkologie, die Kardiologie, alles das ist in der Regel im Krankenhaus angesiedelt. Dann gibt es dann vielleicht eine Poliklinik am Krankenhaus oder eine ambulante Sprechstunde. Und dann macht man sowas am Krankenhaus. Wir gönnen uns den Luxus, dass alles, was es im Krankenhaus gibt, nochmal im niedergelassenen Sektor zu haben. Mit den entsprechenden Anzahlen von Röntgenbildern und sowas, die wir haben, die bei uns natürlich auch viel höher sind dann. Weil jeder Orthopäde, jeder, was weiß ich, der Röntgenbilder machen kann, macht dann auch ein Röntgenbild. Und entsprechend hoch ist unsere Strahlenbelastung und. Gleichzeitig hat man quasi den Kleinunternehmern, die ja als Anbieter sozusagen die Nachfrage selber steuern können, denen hat man komplett den Sicherstellungsauftrag gegeben. Sie, die Ärztinnen, die organisierte Ärztinnenschaft garantiert, dass die medizinische Versorgung im ganzen Land gewährleistet wird, sagt sie. Macht sie aber nicht. Ja? Also wir haben jedes Jahr mehr Ärztinnen und Ärzte. Ja? Die Zahlen steigen permanent und dennoch haben wir Probleme auf dem Land, Probleme in armen Stadtteilen, eine Kinderärztin zu finden, einen Hausarzt zu finden und. Und es gibt da wenig Qualitätskontrolle, weil das eben auch Kleinunternehmer sind. Es gibt aber noch mehr, ich überspringe jetzt mal was. Es droht da jetzt noch mal neues Unheil. Also ein Teil haben die Ärztinnen selber erfunden, wie zum Beispiel IGEL-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen. Das sind all die Leistungen, die man uns als Kassenpatientinnen zusätzlich verkaufen will. Beim Augenarzt, beim Frauenarzt, noch einmal ein Ultraschall von der Gebärmutter, der völlig sinnlos ist, ja, eine Augeninnendruckmessung schon bei Eintritt in die Arztpraxis, in der Regel sinnlose Untersuchungen, die nur dafür erfunden worden sind, explizit von der Kassenärztlichen Vereinigung, um das Einkommen der Ärztinnen zu steigern. So. Das kommt von Seiten der Ärzteschaft. Was jetzt von der anderen Seite kommt und was wir jetzt seit einigen Jahren erleben, was aber noch nicht sehr weit vorgedrungen ist und was man im Moment noch aufhalten könnte, ist diese Geschichte hier mit diesen Private Equity Gesellschaften. Also das sind Kapitalfonds, große Kapitalgesellschaften, die haben schon das deutsche, also quasi den Pflegesektor, Pflegeheime haben die schon längst entdeckt als ein Feld, wo man richtig fette Profite machen kann. Und jetzt gerade entdecken sie, dass man das auch in der ambulanten Medizin machen kann. Seit ein paar Jahren kann man da ja medizinische Versorgungszentren gründen und seit 2018 müssen die gar nicht mehr verschiedene Fachrichtungen haben und zack springen die da drauf und kaufen jetzt die lukrativen Fachrichtungen auf. Das heißt die Zahnmedizin, die Dialysepraxen, nephrologische Praxen, ja, also wo man ambulant hingehen kann zur Blutwäsche, zur Dialyse, die orthopädischen und radiologischen Praxen. Die sind im Fokus von diesen Private Equity Gesellschaften und die kaufen die zunehmend auf und machen da Unternehmensketten draus. Das werdet ihr als Patientinnen teilweise gar nicht mitkriegen, ob euer Zahnarzt noch immer der kleine private Krauter ist, der Kleinunternehmer, oder ob er längst Angestellter einer Kette ist, weil das, je nachdem, wie man die Klientel einschätzt und ob das eine gute oder eine schlechte Marketingwirkung hat, man das nicht unbedingt außen ans Schild dran schreibt. Ja? Aber wir erleben hier gerade einen Wandel in der ambulanten Medizin von quasi kapitalistischen Kleinkapitalisten hin zu großen kapitalistischen Unternehmungen. Entweder sind es Krankenhauskonzerne oder eben solche Kapitalgesellschaften. Und wenn man das nicht zügig stoppt, dann werden die das irgendwie mehrheitlich in der Hand haben. Und dann wird das viel, viel schwieriger werden, das denen wieder abzuluxen. Ja, weil man die dann enteignen muss und. Das wird irgendwie also sehr viel schwieriger, als das jetzt noch quasi gesetzlich zu stoppen.
Es gibt aber auch die andere Entwicklung, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Es gibt Beispiele wie die Poliklinik Vettel in Hamburg, das Gesundheitskollektiv in Berlin, das Poliklinik-Syndikat. Das sind junge Leute aus unseren Reihen, die versuchen, sozialmedizinische Zentren aufzumachen, in der Regel in Brennpunktstadtteilen. Die Vettel zum Beispiel in Hamburg jetzt in Corona eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat. Ja, und davon gibt es zunehmend mehr. Es gibt inzwischen auch hier in Frankfurt eine Initiative in Braunheim, meines Wissens, die auch sowas aufziehen wollen. Ja, also ein sozialmedizinisches Zentrum mit interprofessioneller Zusammenarbeit, mit Sozialberatung, mit Antirassismus-Workshops und mit Drogenberatung und ich weiß nicht was. Ja, also die explizit so einen gemeindeorientierten Ansatz haben, als Zentrum in der Community für die Leute da zu sein. So. Gut, dann kommen wir zu den Krankenhäusern. Das ist sozusagen der Zug, der am schnellsten gerade fährt, würde ich mal sagen, und der am brutalsten durchökonomisiert wurde. Krankenhäuser waren bis Mitte der 80er Jahre so etwas wie Institutionen der Daseinsvorsorge. Über den Begriff können wir noch streiten, aber sie waren auf jeden Fall nicht kapitalistische Unternehmen. Sie sind politisch geplant worden von den Bundesländern. Die haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, was brauchen wir, was gibt es für Bedarfe und wo brauchen wir welche Krankenhausstrukturen. Und haben das ungefähr auch so geplant und finanziert. Weil die Idee der Finanzierung war, wir leisten uns diese Krankenhäuser und am Ende des Jahres gucken wir, was kostet es und wir bezahlen es. Ich sage es jetzt mal so ganz platt. Ja? Und wenn das Geld nicht reicht, dann müssen wir mit den Krankenkassen nachverhandeln und zur Not müssen die Krankenkassen ihre Beiträge erhöhen. Das heißt Selbstkostendeckungsprinzip. Bezahlt worden ist das über so ein Verfahren von tagesgleichen Pflegesätzen, das ist eher uninteressant. Es waren quasi nur Abschlagszahlungen für unterm Jahr und am Ende des Jahres ist abgerechnet worden. Gewinne waren in dieser Zeit verboten. Es gab einfach ein Gesetz, in dem stand, Gewinne sind verboten. Punkt. Ja, könnte man heute gerade wieder schreiben und schwupps würde sich die Krankenhauslandschaft dramatisch ändern. Das ist aufgehoben worden Mitte der 80er Jahre. Und bis dahin gab es eben auch fast keine privaten Krankenhäuser. Heute haben wir die Mehrheit der Krankenhäuser in privater Hand. Und ich rede jetzt nicht von privaten Schönheitskliniken oder sowas, wo man selbst bezahlen muss, sondern das sind Krankenhäuser, wo ich als gesetzlich Versicherte hingehen kann und die einen Vertrag haben mit den gesetzlichen Krankenversicherungen. So. Was ist dann passiert? Unter neoliberalen Vorzeichen hat man die Krankenhäuser umgebaut. Man fing langsam an. 1984 haben sie die Gewinnverbot abgeschafft. Dann haben sie angefangen, schon erste pauschale Vergütungen einzuführen und haben dann eine Weile gebraucht und eine SPD-Regierung gebraucht, die dann tatsächlich das durchgesetzt hat, was für grundsätzliche Änderungen gesorgt hat, nämlich diese Diagnosis-Related Groups, die DRGs. 2004, also ihr seht, 20 Jahre dauert sowas, bis man das umgebaut hat. Es gibt andere Länder, Großbritannien, da dauert es viel länger. Ja, die haben ja immer noch halbwegs ein staatliches Gesundheitswesen. Die Idee war leistungsorientierte Vergütung, also das Geld soll der Leistung folgen. Das Ergebnis ist, die Leistung folgt dem Geld. Das zeige ich euch gleich. Es gab einen massiven Anreiz zur Liegezeitverkürzung. Bis dahin, bis in die 80er Jahre, bis in die 90er Jahre gab es in Deutschland im internationalen Vergleich relativ lange Liegezeiten in Krankenhäusern. 14 Tage war der Durchschnitt. Ich Blinddarm hatte mit 8 Jahren, Mitte der 70er Jahre habe ich 10 oder 12 Tage im Krankenhaus gelegen. Ja, da kann man heute 3 Blinddarmoperationen machen oder 4. Ja. Das lag sicher auch an den fehlenden Strukturen im ambulanten Sektor, aber es war erst mal so. Die Idee war, wir müssen die Kosten senken, wir müssen die Liegezeiten verkürzen, wir müssen das Ganze effizienter machen. Das ist nach außen gesagt worden.
Und die Hidden Agenda, würde ich jetzt mal sagen, war, wir machen das Ganze zu einem Markt und öffnen das für private Konzerne. So. Der Staat hat sich entsprechend aus der Bedarfsplanung zurückgezogen und auch aus der Finanzierung. Ich habe ja vorhin gesagt, der Neoliberalismus hat auch dazu geführt, dass die öffentlichen Kassen ausgeblutet wurden. Die Staaten, die Bundesländer sind eigentlich verpflichtet, die Investitionskosten für Krankenhäuser zu bezahlen. Sie haben das aber seit Jahren, machen sie das nur noch sehr zu so einem sehr geringen Prozentsatz. Das liegt daran, dass sie einfach teilweise selber keine Kohle haben, wie bei den Schulen, den Kindergärten und so auch. Und ist aber auch Teil der Systematik, weil dann die Idee für eine Kommune, wir könnten das privatisieren, noch schmackhafter gemacht wird. So, ja. Der Staat gibt quasi nur noch die Wettbewerbsordnung vor und das Ziel, das ist bis heute nicht erreicht, ist ein freier Wettbewerb mit ausgehandelten Preisen. Soweit sind wir noch nicht, aber das könnte sein, dass sowas noch kommt. So, na, das lasse ich mal weg. Das ist jetzt nur die Investitionsquote. Also das soll nur zeigen, dass sich die Länder, die öffentliche Hand immer weiter aus der Finanzierung von Investitionen zurückzieht. Was bedeutet, dass das Geld, das eigentlich für Personal und Sachkosten da ist, umgemünzt wird in Investitionen. Ja, wenn es in den Kreissaal reinregnet, dann muss das Krankenhaus investieren und muss einen neuen Kreissaal bauen. Und wenn es dann keine Kohle von der Kommune oder vom Land kriegt, dann wird eben das Geld woanders hergenommen. Und das fehlt dann aber für Personal. Ist ein Moment davon, dass Personal fehlt im Krankenhaus. Wie funktionieren diese DRGs? Ich weiß nicht, wie detailreich ich das machen soll. Die haben sich überlegt, wir rechnen mal alle Krankenhausfälle zusammen und teilen das, was das kostet, durch die Anzahl der Fälle und dann haben wir quasi den Kostenfall 1, den Durchschnittskostenfall. Und dann gucken wir alle Fälle im Krankenhaus an und beziehen sie auf diesen Durchschnittskostenfall 1. Ja, sagen wir mal, das ist die Blinddarmoperation. Stimmt nicht, die ist niedriger, aber ist egal. Dann ist die Lebertransplantation ungefähr 35 Mal so teuer wie eine Blinddarmoperation. Also ist das Relativgewicht 35, wenn es dann noch irgendwelche Nebendiagnosen gibt. Die Geburt ist dann vielleicht 1,5 oder so. Ich zeige euch gleich nochmal Beispiele. So berechnen die das. Und dann sagen sie, das ist ein Relativgewicht, das wird multipliziert mit einer Geldsumme, die im Bundesland jeweils einheitlich ist. Das ist das Geld, was ein Krankenhaus bekommt für eine Patientin mit Diagnose X und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, wenn die Betten leer sind in der Schlaganfallstation, weil glücklicherweise gerade niemand einen Schlaganfall hat, kriegt die internistische Station, die Stroke Unit, kein Geld. Wenn es bei der Feuerwehr nicht brennt, werden die Feuerwehrleute nicht bezahlt. So wäre die Parallele. Ja? Nur Behandlungsfälle werden bezahlt, nicht Vorhaltekosten. Ihr könnt euch genau vorstellen, was passiert, wenn jetzt Corona droht. Ja, wir hatten 2020 plötzlich diese Bilder von Bergamo. Wir wussten, das kommt irgendwie auch nach Deutschland. Wir wussten aber noch nicht wie. Und es war völlig klar, man muss jetzt Betten freischaufeln, freilassen, weil wir einen Ansturm von Patientinnen kriegen. Die Krankenhäuser haben gesagt, es geht nicht. Also wir haben ja dafür kriegen wir ja kein Geld. Ja? Wir kriegen kein Geld für Vorhaltekosten. Völliger Irrsinn, ja? Aber so ist es. Also musste sofort was geändert werden, musste sofort eine Pauschale für freigehaltene Betten erfunden werden, damit man diese Lücke irgendwie füllen kann. So irrsinnig ist dieses Gesundheitssystem. Die Preise sind Festpreise, weil Relativgewicht multipliziert mit diesem Landesbasisfallwert. Das heißt, noch ist es nicht so, dass die Krankenkasse, die AOK, mit dem Klinikum in Höchst verhandeln kann und sagen kann, wenn ihr alle unsere Patienten für die Gyn kriegt, so reden die Ärztinnen, ne? Also wenn für die Gynäkologie kriegt, ja, dann
dann würden wir das für 5% unterhalb des Niveaus machen, des DRG-Niveaus. Ja, dann sagt die Uniklinik, aber wir würden es für 7% runter machen. Und so stellen die sich das vor, so könnte man dann Preise aushandeln auf dem Markt. Das ist noch nicht der Fall, aber die Krankenkassen streben dahin und die liberalen Ökonomen streben da auch hin. So, das heißt, das würde den Druck dann nochmal erhöhen. Dann haben sie gesagt, alle Krankenhäuser stehen in Konkurrenz. Es gibt keinerlei gesetzliche Regelungen mehr, die regeln, wie viel Personal brauche ich auf einer Station mit 20 Patientinnen. So was gab es früher. Das gab es in der Psychiatrie, das gab es in der Somatik, also in den anderen Krankenhäusern, die nicht Psychiatrie sind. Alles das ist aufgehoben worden, in der Psychiatrie nicht ganz, aber in der Somatik ist ja der Großteil, ist das aufgehoben worden. Warum? Weil genau das die Stellschraube ist, wo man Konkurrenz und Wettbewerb machen kann. Und dann sieht es so aus, wir haben also Erlös, nennt sich das im Krankenhaus, das heißt also das Geld, die Einnahmen eines Krankenhauses setzen sich zusammen aus der Anzahl der Fälle, diesem Relativgewicht multipliziert mit dem Landesbasisfallwert. Davon zieht das Krankenhaus seine Kosten ab, Kosten für Sach- und Personal, Sachkosten, Personalkosten, Investitionskosten, weil das Land die ja nicht bezahlt, und dann bleibt am Ende ein Gewinn oder ein Verlust. Was macht jetzt ein Krankenhaus, völlig unabhängig, ob es privat, öffentlich oder frei gemeinnützig ist, wenn es auf dem konkurrierenden Markt bestehen muss? Sie erhöhen die Einnahmen. Wie macht man das? Man muss die Fallzahl erhöhen, und zwar mit lukrativen Fällen. Und sie senken die Ausgaben. Wie macht man das? In einem Bereich, wo 60% der Kosten für Personal draufgehen, man senkt die Personalkosten. Man entlässt Personal oder man baut das Personal um. Hier seht ihr jetzt mal eine Kurve, und das ist jetzt völlig egal, ob das die 2011 endet. Interessant ist der Knick, der bei 2005 zu sehen ist. Die blaue Kurve sind die Fallzahlen, und ihr seht, ohne dass ich euch jetzt sage, wann sind die Fallpauschalen eingeführt worden, an dem Knick könnt ihr es erkennen. Ja? In dem Moment, wo diese Logik scharf gestellt wurde, haben die Krankenhäuser auf Gedeih und Verderb Fallzahlen gesteigert. Darauf sind sie stolz. Ja, in Hamburg stellt man sich hin und sagt, ey, wir haben eine neue Kinderstation, wir können jetzt so und so viel mehr Fälle haben. Und die Stadt ist stolz drauf, anstatt irgendwie zu überlegen, wie könnte man verhindern, dass Kinder ins Krankenhaus müssen oder sowas. Ja. Wobei das mit der Pädiatrie inzwischen sich herausgestellt hat, dass das wenig lukrativ ist, und er schließt meine Pädiatrie. Wir haben einen richtigen Mangel an pädiatrischen Betten, weil Kinder nicht lukrativ sind. Die kann man nicht so effizient behandeln. So, das zeigt die Anzahl der Pflegekräfte, und die Kurve ist, die fängt an 1991, und da, wo der Peak ist, das sind 350.000 volle Stellen. Das war 1995, und dann haben sie abgebaut bis unter 300.000, und wir sind heute nicht wieder da, wo wir in der Mitte der 90er waren mit der Anzahl der Pflegekräfte, auch wenn sich die Fälle um 4 Millionen, also von 14 auf 19 Millionen erhöht haben und die Verweildauer sich extrem verkürzt hat, von den 14 Tagen im Durchschnitt auf 7. Ja? So. Das führt dazu, dass wir eine sensationell schlechte Quote haben, was die Anzahl der Patientinnen pro Pflegekraft angeht. Ja, also wir sind, das ist jetzt von 2012, das ist heute tendenziell eher noch schlimmer, bei 13 Patientinnen pro Pflegekraft. Wir haben die Kolleginnen aus den Intensivstationen letztes Jahr im Sommer erzählt, in der Corona-Hochphase im Frühjahr, dass sie teilweise auf Intensivstation alleine 4 bis 5 Patientinnen, Corona-Patientinnen pflegen. Das ist Medizin wie im Krieg. Ja? Da liegt man japsend auf dem Bauch und hofft, dass die Krankenschwester kommt und das Narkosemittel nachspritzt. Und da braucht es eigentlich eine Pflegekraft pro Patientin, wenn nicht mehr. Und die haben teilweise 4 bis 5 gehabt, in der Charité in Berlin, bei Vivantes, aber das ist hier auch nicht anders. Ja. Obwohl man weiß, das zeigen Studien, dass
jeder Patient mehr pro Pflegekraft die Mortalität im Krankenhaus erhöht. So. Das sind jetzt ein paar Beispiele, wie diese DRGs funktionieren. Das sind zum Beispiel, die Kaiserschnittrate ist sprunghaft angestiegen, um 100% angestiegen seit Einführung der DRGs, weil Kaiserschnitte besser handhabbar sind, effizienter zu machen sind, also eine natürliche Geburt, die mal 2 Tage dauern kann. Sie wird auch besser vergütet. Bei der Beatmung haben wir den ähnlichen Effekt, dass es solche Schallgrenzen gibt für Beatmungsstunden, und wenn man da drüber liegt, wie hier bei 263 oder 264 Stunden, dass sich die DRG sprunghaft verdoppelt auf 14, ja, und das macht dann einen Unterschied von 25.000 Euro für das Krankenhaus. Ihr könnt euch vorstellen, nach welcher Logik jetzt die Beatmungsdauer entschieden wird. Ich würde sagen, Corona war noch mal eine Ausnahme. Ja. Bei Corona war es eher so, dass man die Leute aus Unkenntnis heraus relativ früh beatmet hat. Aber das war eher quasi die Not dieser Ärztinnen und Pflegekräfte, die mit dieser Krankheit nicht umzugehen wussten und noch wenig Erfahrung hatten. Heute versucht man sie möglichst lange von der künstlichen Beatmung wegzulassen, ja, weil das ihre Überlebenschancen erhöht. Also das ist die Logik jetzt, lasst mal Corona beiseite. Es gibt noch ein anderes schönes Beispiel, das ist das sozusagen das Diabetikerbein. Ja, da ist die konservative Behandlung, also das heißt, man lässt das Bein dran und man pflegt die offene Wunde, bis sie zu ist und. Ja, das kriegt das Krankenhaus 3.500 Euro und die Amputation 10.000. Die Amputationsrate ist entsprechend gestiegen. So. Insgesamt führt das zu Arbeitsverdichtung, Krankenhäuser werden zu Fabriken, es führt zu Spaltungen in den Belegschaften, zu einer neuen Arbeitsteilung und also zu einem weiteren Druck durch Privatisierung. Das sind jetzt die Zahlen für die privaten Krankenhäuser 1991. Die blaue Säule sind die öffentlichen, die gelben die frei gemeinnützigen und die grauen die privaten. Und ihr seht, wir haben inzwischen mehr private Krankenhäuser als öffentlich und frei gemeinnützige Häuser. Bei den Betten sieht es nochmal anders aus, weil die privaten oft eher kleinere Häuser haben, die sie dann auch quasi, wo sie so Rosinen picken und nur bestimmte Fachbereiche haben und so weiter. Insgesamt muss man sich jetzt diese Ökonomisierung nicht so vorstellen, dass da einfach nur gespart wird. Das wäre ja absurd, wenn man gleichzeitig die privaten Interessen bedienen will. Sondern wir haben eine Mischung aus Überversorgung, es wird zu viel gemacht, ja, werden viel zu viele Bandscheiben operiert, viel zu viele Hüften ersetzt, viel zu viele Operationen vor allem bei den orthopädischen und kardiologischen Fachbereichen gemacht. Und gleichzeitig gibt es eine Unterversorgung mindestens mal beim Personal, aber auch bei Fällen, die nicht lukrativ abzurechnen sind. Wir haben eine systematische Unterfinanzierung von Kinderkliniken und Geburtshilfen und entsprechend Brandbriefe der Uniklinik Rostock, der Berliner Kinderkliniken, von vielen anderen. Es werden Pädiatrien einfach geschlossen und so weiter. Zunehmende Budgetdefizite, mehr als die Hälfte der öffentlichen Krankenhäuser stehen eigentlich vor der Insolvenz. Und niemand weiß, was heißt denn das eigentlich? Wer braucht sie? Sie stehen im Plan und gleichzeitig sind sie kurz vor der Insolvenz. Wir haben eine Gefährdung der flächendeckenden Versorgung, weil wir gleichzeitig eine Diskussion haben, dass massenhaft Krankenhäuser geschlossen werden sollen. So, jetzt kommt der Widerstand. Es gab mindestens seit 2015 massenhaften Widerstand, also massenhaft jetzt sagen wir mal für Krankenhausverhältnisse. Es gab die Streiks in der Charité, es gab die Bürgerinnenbündnisse, es gab Volksbegehren für mehr Personal und so weiter. Das hat Wirkung gezeigt, und als noch Jens Spahn Minister war, hat er so reagiert, dass gesagt hat, wir nehmen die Pflege raus aus den DRGs.
Pflegekräfte werden heute gar nicht mehr über DRGs bezahlt, sondern aus dem eigenen Topf. Und sie werden nach der Logik der Selbstkostendeckung bezahlt. Ein Krankenhaus kann heute so viel Pflegekräfte anstellen, wie es will. Sie werden bezahlt. Das lässt sich leicht sagen in einer Zeit, in der es wenig Pflegekräfte auf dem Arbeitsmarkt gibt. Aber dennoch ist es eine sensationelle Umkehr der gesamten Politik gewesen. Ja, dass jemand wie Jens Spahn, dem man sicher nicht nachsagen kann, dass er jetzt irgendwie den Sozialstaat sozialer machen wollte oder irgendwas, dass er quasi das erste Mal seit 20 Jahren ein Gesetz gemacht hat, das nicht in Richtung geht, weiter Markt, noch mehr Markt zu machen, sondern zu sagen, nein, wir nehmen das raus aus dieser ökonomischen Logik und bezahlen das nach Selbstkostendeckung. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, wenn nur die Pflegekräfte da rausgenommen sind und nur die am Bett, dass der Druck auf die anderen Beschäftigten, seien das die MTAs, seien das die Ärztinnen, seien das die Köche und die Pflegekräfte, wenn sie nicht eh schon outgesourced sind, dass das den Druck da nochmal drastisch erhöht. Das merken die Kolleginnen im Krankenhaus auch jetzt. Das andere, was sie eingeführt haben, war diese Pflegepersonaluntergrenzen. Das ist nicht eine bedarfsgerechte Personalbemessung, sondern da hat sich ein Ökonom für viel Geld hingesetzt und hat gesagt, wir müssen einfach die am 25% schlechtesten mit Personal am schlechtesten ausgestatteten Krankenhäuser anheben auf das Niveau der oberen 75%. Das heißt, damit hat man eigentlich den schlechten Status insgesamt eher festgeschrieben. Wie ernst Sie das gemeint haben mit den Pflegepersonaluntergrenzen, hat man dann in Corona gesehen. Es war das Erste, was Sie gemacht haben, wir setzen das aus. Ihr dürft so viele Patienten behandeln, wie geht. Ja? Es gibt keine Untergrenzen mehr. Was haben Sie noch gemacht? Sie haben gesagt, als Corona kam, 12-Stunden-Schichten sind möglich. Die ganzen alten Streitereien gingen wieder los, wer bezahlt was. Ja? Ich kenne Hausärzte hier in Frankfurt, die haben einfach ein Schild an ihre Tür gehängt und gesagt, wenn Sie Corona-Symptome haben, gehen Sie bitte zum Arzt XY, aber nicht zu mir. Ja, Skandal für Ärzte, die den Sicherstellungsauftrag haben. Ja, das hat die KV überhaupt nicht gejuckt. In dieser Zeit, damals noch im 2020, hat plötzlich Schutzausrüstung an allen Ecken und Enden gefehlt, in Krankenhäusern, auch in den niedergelassenen Praxen, weil auch dieser ganze Ausrüstungsbereich quasi getrimmt war auf Just-in-Time-Produktion. Ja, die haben... Es war völlig klar, das wird in China oder in Indien produziert und da kommt jede Woche ein Laster mit Masken und Schutzausrüstung, der steht vor der Tür und plötzlich waren diese Lieferketten gerissen und sie standen da ohne das, weil man nicht mal mehr, so wie Finnland und andere Länder, in der Lage war, im deutschen Gesundheitswesen zu sagen, wir stellen überall mal ein paar Turnhallen voll Material hin, ja? Masken und so das Nötigste. Es hat sich herausgestellt, dass wir relativ viele Intensivbetten hatten. Ich brauche noch 5 Minuten, ist das okay? Dass wir relativ viele Intensivbetten hatten, das lag daran, dass durch diese Ökonomisierung alle kleinen Krankenhäuser quasi hochgerüstet hatten und gesagt haben, wir werden jetzt auch kleine Maximalversorger. Alle haben sich eine kardiologische Station gebaut oder eine Orthopädie oder irgendwas, womit man viel Geld machen konnte. Und das hatte quasi den positiven Nebeneffekt in der Corona-Pandemie dann, dass es in Deutschland sehr viele Intensivbetten gab. 10-mal so viele wie in Italien, also auf die Bevölkerung berechnet und so. Aber ein Bett versorgt sich ja nicht von alleine. Ja? Wir hatten viele Betten, aber wir hatten nicht genügend Personal, um diese Betten auch zu bedienen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, es gab in der Hochphase, wo die Krankenhäuser wirklich vollgelaufen sind mit schwerstkranken Menschen, Engpässe und eben Zustände, wo 4 bis 5 Patientinnen versorgt werden mussten. Sie hatten dann die DRG-Finanzierung irgendwie ändern müssen. Ja, es gab plötzlich 2020 Diskussionen, ob man das nicht alles aufgibt und sagt, wir kehren zur Selbstkostendeckung zurück. Wir machen einfach am Ende des Jahres eine Abrechnung und sagen, wir haben so und so viel ausgegeben, ihr gebt uns die Kohle. Ja, weil das sich zeigte, dass das der völlige Irrsinn ist, immer noch DRGs abzurechnen. Das haben sie sich dann aber nicht getraut, weil sie gewusst haben, das würde nie mehr zurückkommen, ist unsere These.
Ja. Also hat man den Corona-DRGs eingeführt und hat diese Vorhaltekosten und diese Pauschalen und sowas eingeführt, wo sich dann wieder bestimmte Krankenhäuser gesund stoßen konnten dran und andere ökonomisch gelitten haben. Es hat sich herausgestellt, dass die Konkurrenz der Krankenhäuser natürlich tödlich ist in einer Pandemie, wo man eigentlich sagen müsste, da müssten alle zusammenarbeiten in Frankfurt und müssten sagen können, hör zu, wir laufen gerade voll mit Patienten, könnt ihr noch welche nehmen? Ja? Aber wenn das der Konkurrent ist und so weiter, dann ist das ein Problem. Wir hatten keine Daten darüber, wie viele Intensivbetten man wirklich hat, sondern das Intensivregister, wo jetzt dann irgendwie 2 Jahre lang uns immer der Herr Karajanidis oder wie er hieß, uns vorgerechnet hat, Intensivbettenauslastung so und so hoch, das musste eingeführt werden, weil dieser Staat keine Daten hatte, weil man hat ja so viele private Krankenhäuser, geben doch ihre Daten nicht raus. Man weiß zwar, wie viele Planbetten man hat, aber real und ob die voll sind, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Ja? So. Das Personal war völlig überlastet und es zeigt sich eigentlich der ganze Irrsinn dieser Ökonomisierung. Das lasse ich jetzt mal weg. Es hat sich aber nicht wirklich viel verändert. Ja? Und wir haben dann letztes Jahr hier diese Krankenhausstreiks in Berlin gehabt. Das waren die härtesten Streiks, die die Beschäftigten da jemals gemacht haben. Das war ein Arbeitskampf, der über einen Monat dauerte. Es war ein Arbeitskampf für mehr Personal, für Personalquoten. Die Arbeitgeber waren, obwohl es öffentliche Arbeitgeber sind, Vivantes ist ein öffentlicher Arbeitgeber, extrem hart. Und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis sie nachgegeben haben. Die haben jetzt einen Tarifvertrag. Einer der Slogans, das kann man hier ganz gar nicht lesen, ist, nicht der Streik ist die Gefährdung für die Patienten, sondern der Normalzustand im Krankenhaus. Ja? Das war die Logik. Oder Gesundheit statt Profite und so weiter. Er hat gesagt, in NRW haben sie auch, also in NRW sind sie gerade dran, quasi das, was Charité und Vivantes gemacht hat, wollen sie für alle Uniklinika in NRW durchsetzen, mit demselben Konzept, mit derselben Ultimatumstrategie, da sind sie gerade mittendrin. Da kann man gerne mal hinfahren und ein bisschen mithelfen, wenn die anfangen zu streiken. So, vielleicht noch kurz der Koalitionsvertrag, der war dann irgendwie sehr ernüchternd für uns alle. Bürgerinnenversicherung gibt es gar nicht, da ändert sich nichts dran. Das System der Fallpauschalen soll weiterentwickelt werden, das heißt irgendwie, also auf keinen Fall abgeschafft. Es soll eine bedarfsgerechte, auskömmliche Finanzierung für Pädiatrie und Geburtshilfe und Notfallversorgung geben. Das ist so ein Punkt, wo wir jetzt versuchen, vielleicht einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass man da ein bisschen drauf drängen kann. Das würde nochmal eine Aushöhlung der DRGs bedeuten. Sie wollen kurzfristig eine Pflegepersonalregelung einführen und dann schreiben sie aber mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Qualifikationsmixes, so ist dieses Politsprech. Was dahinter steckt, ist die Überlegung von Gesundheitsökonomen, dass man die Fachkraftquote senkt. Die Fachkraftquote ist in Deutschland relativ hoch in Krankenhäusern und dahinter, in der so einer Formulierung, steckt die Idee, wir können doch einfach irgendwie die 3-jährig ausgebildeten Krankenpflegerinnen, das können wir doch irgendwie abbauen und mit Hilfskräften ersetzen. Und dann brauchen nur noch die Schwerkranken, brauchen dann nur noch irgendwie eine 3-jährig ausgebildete und den Rest kann man durch Hilfskräfte ersetzen. Bei den Ärztinnen machen wir so, dass wir einen Physician Assistant schaffen, der irgendwie so ein Halbarzt ist, ja, der kann irgendwie die niedrigen Tätigkeiten machen und, so kann man das durchdeklinieren, das steckt dahinter. Auf der anderen Seite, da haben sich wohl die Grünen auch durchgesetzt, mehr sektorenübergreifende Kooperation und Vernetzung und so weiter. Und den Fachkräftemangel wollen sie einfach ausgleichen, indem sie Gewinnung ausländischer Fachkräfte
forcieren. Und ja, völlig wurscht, was dann in den Ländern ist, wo man diese Fachkräfte herholt anscheinend. Man betätigt sich da quasi in kolonialistischer Manier. Auch das ist ein Feld, wo ich glaube, wo es viel zu tun gäbe. Nicht, weil man gegen Migration ist, sondern weil die Leute, die dann hier arbeiten, müssen oft unter Scheißbedingungen arbeiten und, und. So, und jetzt kommt als letztes noch dieser schreckliche Krieg und das Kippen der Bundesregierung in ihre militaristische Strategie. Das Ziel ist, im Laufe dieses Jahrzehnts eine der handlungsfähigsten, schlagkräftigsten Armeen in Europa herzustellen. Dafür will man 100 Milliarden Euro sofort ausgeben, noch dieses Jahr. Und dann wird erzählt, das ist aus einem Sondervermögen, ist eigentlich scheißegal. Dieses Geld muss irgendwoher geholt werden und entweder wird es geliehen und das heißt, dann müssen wir es als Arbeitnehmerinnen zurückzahlen. Oder es wird aus anderen Töpfen genommen und das kann nichts anderes heißen, als dass alle sozialstaatlichen Einrichtungen damit auch angegriffen werden. Das hat der Herr Lindner auch schon angekündigt. Wir werden in den nächsten Jahren alle öffentlichen Ausgaben priorisieren müssen. Und wenn das oberste Ziel diese Armee ist, dann weiß man, dass die anderen Ziele sich dem unterzuordnen haben. Das heißt, der Verteilungskampf in diesem Bereich wird in den nächsten Jahren, glaube ich, drastisch werden. Ja. Da hätte man schon viel gewonnen gehabt, hätte man so eine Bürgerversicherung, ja, weil man dann quasi den Reichtum dieses Landes wenigstens für die Krankenversicherung ordentlich angezapft hätte. Da wir das nicht haben, werden das ganz harte Auseinandersetzungen werden. So, damit bin ich am Ende.